So Leute, wir sind hier stehen geblieben, letztes Mal bei Far Cry 3 Blood Dragon. Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter. Und zwar sehe ich hier nämlich schon Blutdrachen bei uns in der Nähe. Wunderbar. Aber die Blutdrachen können sich zumindest schon mal hier nicht befinden. Weil die so, ja, die müssen auf einer anderen Ebene sein, wenn jetzt die nicht auf die voller Farbe erscheinen. Ah, Geld, Geld, Geld. Okay, dann füllen wir mal unsere Vorräte auf. Dann sind wir richtig schön ausgerüstet für den ganzen Scheiß hier. Und hoffentlich schaffen wir das dann. Aufzug entdeckt. Er kann die Schwerkraft umkehren und sie nach oben katapultieren. Wissenschaftler. Hey, geiler Scheiß. Hier werden sie sterben, Sergeant Rex Powercold. Ist der Krakenmann bereit? Ja, jetzt bleiben wir mal. Bleiben wir mal entspannt. Lass den Krakenmann los! Befehl nicht ausführbar. Der Labortürmechanismus ist defekt. Was hat denn der Foot mit seinem Krakenmann? Im Sternum der Blutdrachen entdeckt. Zielen Sie auf das Leuchten auf Ihrer Brust. Zur Erinnerung. Unten bleiben und Cyberherzen sammeln. So, ich muss die Drachen töten. Wenn er die Blutdrachen nicht mit Cyberherzen ablenkt, werden sie lebendig grillen. Ihr Mikrofon ist an. Verdammt! Haben wir schon damals gedacht gehabt, dass das unter Umständen die Schwachstelle ist. Aber da hundertprozentig weiß man das natürlich auch nie. Aber die Frage ist, wie richten wir jetzt da an der Stelle richtig schön Schaden an? Mein Gedanke wäre jetzt erstens mal Granate runterzuschmeißen. Zeit für Fresschen. Also beweg dich, Digga. Ah, wir haben noch ein bisschen Schaden gemacht. Beruhig dich, Kleiner. Ah, okay. Dann wäre die MP wahrscheinlich richtig geile Scheiß. Wenn der mal aufstellen wird, könnte der nochmal frontal eine reinknallen. Lauf, Rex! Okay, das war jetzt nicht so optimal. Aber wir hätten den einen schon bis zur Hälfte down. Um mal interessant zu wissen, was für einer das ist. Leicht an. Ich glaube, bewegen sich die. Ah, das war sogar der richtige. Ja, man muss das so machen, wie man am besten mit zurechtkommen. Du hast gar keine Kräfte, du lässt die Arbeit von anderen machen. Ihr Mark Force
habe keine Panache. Ich könnte mit ihnen spielen. Das war unterhaltsam, Sergeant Cold. Aber jetzt wird der Vorhang gleich fallen. Ja, ja. Wenn du denkst. Sie haben Glück, Sergeant Cold. Aber Glück hält nicht ewig. Jawohl. Es läuft. Jetzt soll sich noch um die Gegner hier kümmern. Also, Feuer bringt ja gegen die nichts. Das macht sie nur rasend. Das weiß ich noch. Jetzt haben wir natürlich bloß einmal eine gute Position zu erwischen, damit die angreifen können. So, das funktioniert. So, mal schauen, ob wir mit der MG endlich mal einen guten Treffer landen können. Ja, wir wissen es. So hat man so drauf. So. Der ist mit denen anscheinend schwer beschäftigt. Alter, jetzt geh her, zeig mir deinen Bauch, du Fettsack. Alter, jetzt geh ich sterben, verdammt. Schick mehr Cybersoldaten rein. Du Reparaturexperte. Leider nicht ausführbar. Diese veraltete 8-Bit-Hardware ist offenbar nicht in der Lage, ihren Anforderungen gerecht zu werden. Bitte töten Sie mich nicht. Befehl leider nicht ausführbar. Jetzt geh ich sterben, verdammt. Alter, natürlich haben wir uns wieder verbrannt. Alles mit dem Feuer ist echt lässig, dass es nicht von selber ausgeht. Okay, das machen wir geil. Dann haben wir mal mit der anderen Waffe weiterkommen. Jetzt dauert mir das alles ein bisschen. Alles wird auf Dauer einfach teuer, die Waffe. Ich weiß, dankeschön. Ja, wir haben es geschafft. Yay. Granaten-Takedown, den haben wir noch gar nicht probiert. Wie geht denn der? Ist mir aber sau stylisch. Rex, sind Sie da? Ein Spitzenplan, Doc. Ich würde Sie ungern verlieren. Ich meine, einen feinen Soldaten wie Sie. Missionsziel erreicht. Zu diesen Koordinaten. Okay. Die Mission war ein Erfolg. Beschwörung der Plage, okay. Was sagt uns das? Wir müssen dann hier hin. Tritt ein, wenn du dich traust. Okay. Natürlich einmal ein bisschen auffrischen. Von der Munition ist schlecht. 20% Rabatt. Nehmen wir das immer dabei. So, jetzt sollten wir bloß einmal Richtung Missionsziel weiterfahren. Wir haben jetzt hier nichts zum Fahren. Jawohl, toll. Aber ein Blutdrache rennt hier außen rum.
Kann es sein, dass wir in der Nähe eine Basis hätten oder zumindest näher dran? Weil das so leuchtet. Ja, hätten wir sogar gehabt. Jetzt ist es auch schon wurscht. Vielleicht sind wir unterwegs was zum Mitnehmen. Wo sind jetzt die dahin? Okay, das interessiert mich jetzt mal, was die da vorhaben. Sogar meine. So. Die hätten mir sogar ein schönes Auto irgendwo. Oder auch nicht. Aber jetzt geht eigentlich so ein Blutdrachen rein. Ja, der kann machen, was er will. Ich weiß nicht, warum der rot jetzt wird, aber das können wir mal nutzen, das Gemenge. Da mischen wir uns doch mal mit ein. Alter, wofür brauchen die uns eigentlich hier? Der rennt gut drauf hier rum. Ja, dann lass mal einfach mal wüten. Die schaut ab her. Alter, jetzt hör auf, Alter. Haben wir den Blutdrachen hier dabei haben? Boah, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Töten wir einfach die, die hier ein wenig raus rumstehen. Das ist ja anscheinend ganze Arbeit. Du bist ein ganz schlauer, nicht wahr? Ja, das hat funktioniert. Klar, super geil. Braves Tierchen. Hat er gut gemacht. Kommt der Leckerli. Jetzt sind wir aber da unten schon. Ist nicht mehr weit weg. Doc, ich glaube, ich bin bereit. Was wissen Sie über diesen Ort? Er öffnet sich nur den Würden. Das Gebiet besitzt bemerkenswerte Eigenschaften. Drachenblut wird darin hoch angereichert, was mich vermuten lässt, dass es ein Lake-Knoten ist und daher ein hohes Energiepotenzial besitzt, wenn man an Lockyers Theorie der Kraftorte glaubt. Passen Sie auf, Rex. Dieser Ort ist ein Ort des Todes. Welche Art Tod? Die tödliche Art, Rex. Ja, Tod ist tödlich, ja. Die sind ja sehr intelligent. Na okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Stopp. Und was uns da erwartet, das schauen wir uns am nächsten Part an. Also dann, bis später, ciao.